bin der Letzte. Also hier sind wir in der höchsten Brauerei in Österreich auf 1300 Meter. So eine kleine Hausbrauanlage ist das. Machen tun wir 1000 Liter Bier. Hochsaison zweimal die Woche, Voll- und Nachsaison einmal die Woche. Bis es fertig ist, dauert 4 Wochen, 5., 6. Woche trinken wir es. Also Rückstände drin bleiben, Eiweiß, Malz und Konditoralien. Wegen Eiweiß und Kraftfutter. Ja. Wenn man 3 Kilo in den Kuh füttert, ohne Alkohol ist das, gibt es am nächsten Tag 5 Liter mehr Milch. Das haben natürlich auch die jungen Mädchen im Dorf entdeckt, die Holländer wissen, dass die mit dem Holz vorhin. Dann kontrolliert man hier noch den Malzzucker. Das ist auch schön, der hat das Bier. Warum macht er jetzt in der Reihe aus? Der Braumeister hat alles Bier. Da trennt man wiederum den Hopfen, weil er ausgekocht ist, von dieser Flüssigkeit. Ja? Dann kommt flüssige Bierhefe dazu, ungefähr 10 Liter. Nach einer Woche kommt sie in Lagertanks und das Bier ist fertig. So, also, wenn man das direkt ausschüttet, braucht man nicht so lange haltbar, dann bleibt das durchgelassen und hier einfach sehen, den eigenen Geschmack. Wenn man es jetzt länger haltbar braucht, dann die Großbrauerei, damit es 6 Monate hält, wird es gefiltert, Eiweiß und Hefe raus, damit es gespeichert wird. Diese Sorten halten 6 Monate.